Ja, liebe Leser von hardharderheavy.de, ich bin wieder da, euer Stefan und heute zu Gast in Osnabrück bei Doro. Hey, grüßt euch. Hallo Doro. Hallo. Es freut mich wahnsinnig, dich hier anzutreffen, also dich auch mal live zu sehen, also ich werde es noch heute Abend und ihr seid jetzt auch das ganze Jahr schon auf Tour. Ja, ja. Ich gelesen habe, fast 50 Konzerte und... Das weiß ich gar nicht so genau, aber ja, ich glaube, kommt mir jetzt sogar schon mehr vor. Also haben Anfang des Jahres in Südamerika angefangen und dann, ja, und dann die Sommerfestivals, dann ganz Europa und jetzt zum Abschluss so in der Weihnachtszeit Deutschland. Und das ist immer schön, so in der Heimat. Also ja. Das immer, mache ich super gern. Und ist man dann schon langsam so durch? Ist man froh, dass dann die besinnliche Zeit anfängt oder? Ach ja, auch bei mir, ach, das ganze Jahr. Also ja, also im Winter zu touren ist natürlich immer ein bisschen härter, weil irgendwie Schnee und Eis und diese Tour war jetzt auch okay, aber die letzte Tour haben wir mit Motorhead gemacht im Dezember und dann nochmal allein und so viel Schnee habe ich noch nie im Leben gesehen. Also das war echt hart. Der eine Tourbus ist dann ja sofort total schlagend, das ist also Unfall. Also es ist also manchmal so, ja, so die Wetterverhältnisse. Habt ihr drin gesessen in dem Bus? Nee, das war der Crewbus von Motorhead und ist also Gott sei Dank keiner zu Schaden gekommen, nur Equipment in der Bus halt platt. Naja, und da waren wir in Chemnitz und waren echt ungelogen, so hoch Schnee. Und ja, ja, und wir haben schon gedacht, hoffentlich kommen die Fans, aber sind alle gekommen und haben auch jedes Konzert gemacht. Nur, ja, im Winter zu touren ist natürlich härter als irgendwie so im Sommer oder Frühling. Auch für einen Sänger, meistens bin ich immer krank, aber das ist jetzt, glaube ich, die erste Tour, wo ich nicht fit bin und nicht krank bin, ja, ja. Ja gut, man kommt ja auch mit vielen Leuten in Kontakt und da wird das natürlich auch nicht aus, genau, dass man sich da auch dementsprechend anstellt. Ja, ja, und manche sagen, oh, wir haben es gerade noch zum Gig geschafft, so total krank und dann denke ich, oh nein, und ich bin sowieso so ein anfälliges Kerlchen. Ja. Oder im Tourbus, wir sind immer so 15, 16 Mann im Tourbus. Naja, und dann hat er ja drin gewohnt, geschlafen, alles und dann, ja, und wenn sich da einer irgendwie dann was holt, dann bin ich sofort dran. Aber also du schläfst auch mit den ganzen Kerlen da im Tourbus? Ja, ja. Das ist ja lustig, war ja oder? Seit vielen Jahren, das ist also, ja, das, ja, bin ich auch gar nicht anders gewohnt. Mhm. Also, ja, meistens bin ich immer die einzigste Frau. Wir haben manchmal noch die Dolores, die macht manchmal Tourmanagement oder Merchandise und aber sonst bin ich immer allein, aber passt ganz gut und ich bin ja auch, ja, ich glaube, ich bin ein verträgliches Kerlchen und die anderen, ja, die wissen auch irgendwie, ja, das, also, ja, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Platz mit meinen Klamotten, weil die sind natürlich überall verstreut, also meine ganzen Bühnensachen und, naja, ein bisschen Kosmetik, alles, was so man als Frau halt da noch hat, aber, ja. Sonst also normalerweise sind die Männer unordentlich, in dem Fall bist du das und du machst dich überall. Total, ja, total, total, ich habe überhaupt keine Hausfrauenqualitäten, ja, nee, und, aber jetzt, wenn man Tourbus ist, keine Heizung, da wo man schläft. Ist keine Heizung? Nee, und ich bin der Einzige, der dem das, glaube ich, was ausmacht. Die Männer, die trinken sich dann ein und fallen dann in die Koje. Aber ich so, boah, ja, das ist hardcore bei den Temperaturen. Aber nun ja, ich hab Schlimmeres durchgestanden und es ist okay. Also die Hauptsache, die Gigs sind gut und die Fans sind gut drauf und man rockt ab und alles andere ist Nebensache. Also ich bin auch darauf eingestellt, eigentlich nie zu schlafen auf Tour. Nie zu schlafen? Na, ganz wenig. Ja, ganz wenig. Ja. Nach einer Tour falle ich dann immer ins Koma. Also dann für ein paar Tage geht dann gar nichts mehr. Ja. Aber auf Tour, ja, da ist auch der Körper, Seele, alles ist eingestellt, dass man einfach man steht auch ständig unter Adrenalin. Ja. Auch nach dem Gig, dann kommst du erstmal gar nicht runter. Wenn es super war, dann freut man sich so und dann lasse ich das immer noch Revue passieren und rede mit den Fans und dann, wenn ich in den Tourbus gehe, dann ja, kann ich gar nicht einschlafen zuvor. Vor Freude oder vor Aufregung. Wenn es dann nicht so gut war, dann auch. Seit 28 Jahren, also ich mache es ja schon nach Urzeiten, also jetzt über 28 Jahre. Ja, jeder Gig ist ein neues Abenteuer, neue Herausforderung. Ich bin immer nervös. Früher war ich so nervös, da musste ich immer brechen. Ja, mit meinem Gitarristen damals zusammen und dann in den Dressing Rooms gibt es ja meistens nur eine kleine Toilette und dann haben wir immer Arm in Arm und so. Und dann der Tourmanager, ey, du bist auf die Bühne und dann, ja, dann fertig waren dann zusammen auf die Bühne und hat aber auch total so einen Zusammenhalt gegeben. Aber ja, manchmal leidet man dann richtig so vor dem Auftritt, ist so, boah, so die Nerven und Herz flattern und er hat auch jeden Tag ein anderes Nervenkostüm auch. Es ist ja nicht immer das Gleiche. Ja, das auch. Und besonders gibt es dann halt manche Tourneen oder Gigs, die laufen von selbst. Und manchmal ist es natürlich dann noch viel
ja, viel größere Herausforderungen, zum Beispiel so riesen Festivals oder ja, irgendwie, es gibt dann immer so Gigs, die dann total wichtig sind und oder so Jubiläen, die haben wir ja schon ganz oft gefeiert, also da habe ich dann immer extrem so dann schon. Du bist ja wirklich ein alter Hase in dem Geschäft. Und ich muss sagen, mich macht's auch, also ich freue mich besonders, heute hier sein zu dürfen, weil du hast mich ja schon auch mit durch meine Jugend begleitet, will ich jetzt mal sagen. Ich zähle mittlerweile 37 Lenze. Ich habe mir deine ganzen Platten auch gekauft. Wie gesagt, ich bitte dich auch gleich einmal, die ganzen Booklets zu signieren. Und gerne. Da sind einfach auch Scheiben bei, also ich muss sagen, diese True at Heart, das ist die Scheibe, das ist die tollste Scheibe, die du gemacht hast. Weil, freue ich mich so, weil die wird meistens ganz selten erwähnt. Nein, und, ehrlich? Ja, weil die halt nicht so eine totale Metal-Scheibe ist, aber halt, ich finde, die hat auch so schöne Songs. Also, ja. I Know You By Heart oder Fortune Teller oder Four. Ja, Fortune Teller, genau. Und den spielen wir heute Abend. Wir haben den wieder ins Programm genommen. Ja, also, so nach, ja, auf vielfachen Wunsch. Viele Fans haben immer so, spielt der nochmal. Und, und der Nick, unser Bassmann, der ist dann der Fortune Teller und das wird dann gespielt. Also, das ist mit eines auch meiner absoluten Lieblingslieder, weil er auch so speziell ist. Ja. So eine wunderschöne Geschichte hat und so eine super schöne Melodie hat. Und, da freue ich mich, dass er die True at Heart gefällt. Nee, finde ich wirklich toll. Und ich muss sagen, ich habe auch viele kuschelige Stunden danach erlebt. Gut. Schneid kein draußen. Nein, das, so muss er sein. Ja, das ist das Schöne, wenn man es dann nicht nur alleine irgendwie genießt. Ich meine, du bist ja auch die, also so empfinde ich es, wenn die Leute sagen, Heavy Metal, dort sind nur die Balladen schön. Du hast ja, finde ich persönlich, mit die allerbesten Balladen geschrieben und auch sehr, sehr, sehr gefühlvolle Balladen. Wo man wirklich das Gefühl hat, ja, dein Herz steckt da drin. Ja. Sind das eigene Erfahrungen, die du damit schilderst? Ja, eigentlich ist jedes Wort ist irgendwie authentisch, entweder eine eigene Erfahrung oder ich habe es erlebt von jemand anders oder irgendwie, oder manchmal erzählen mir auch die Fans irgendwie irgendwelche Geschichten oder gibt natürlich auch, das Leben ist irgendwie hart. Also das habe ich dann schon so über die Jahre gemerkt, auch bei anderen Leuten. Also es geht nie irgendwie so glatt. Es ist, man kriegt dann doch irgendwie immer so Tiefschläge oder Schicksalsschläge. Und dann, also ich habe viele Sachen gemacht, um auch die Fans zu erfreuen. Und eine Geschichte, zum Beispiel bei der letzten Platte, bei der Fear No Evil, da waren wir auf Tour in Frankreich und in Belgien. Und da gibt es ein ganz süßes Mädchen, das ist Vanessa. Und die meinte, sie würde sich so freuen, einmal einen Song in ihrer Landessprache. Also sie ist zwar aus Belgien, spricht aber nur Französisch, einmal in Französisch. Naja, und ich habe das schon mal gemacht. Und dann, ich meine, okay, ich habe alles im Hinterkopf. Ja, und dann habe ich den Song Herzblut geschrieben in Deutsch. Und dann denke ich mir, vielleicht wäre das was in Französisch. Und haben wir noch in Französisch, Portugiesisch, Spanisch gemacht. Na, auf jeden Fall habe ich ihr dann halt den Song gegeben. Und ich, der ist für dich. Und der heißt in Französisch Affront le Coeur. Und hört sich auch schön an. Und dann hat sie sich so gefreut und meinte so, möchte unbedingt noch ein Kindchen haben, hat zwei Söhne. Und meinte so, wenn es ein Mädchen ist, dann heißt es Doro. Und dann meinte, wenn es ein Sohn wird, dann heißt der Herzblut. Und der heißt Herzblut. Ehrlich? Und der ist auf der Welt. Und und der ist jetzt, ich weiß nicht, ein paar Monate alt. Und habe ich auch im Booklet, in dem Booklet von der DVD von der 25 Years in Rock, da siehst du, das ist so ein kleines Baby, da siehst du das Bild Ultraschall, siehst du ihn, macht er sogar so ein kleines Metal-Zeichen, also mit viel Fantasie. Und dann siehst du ihn so mit so einem Teddy und und jetzt habe ich sie gerade wieder gesehen, so ein Riesenbild, der ist er jetzt. Und dann habe ich die ersten Konzerte besucht. Mein erstes Konzert war Whitesnake 1980 und mein zweites Konzert war Judas Priest und Accept. Und und da hatte ich dann meine erste Band, dann eine zweite Band, eine dritte Band, eine vierte Band und dann, und dann Warlock und irgendwie waren wir zur rechten Zeit am rechten Ort. Und und das war eigentlich so der Anfang so von der ganz wahnsinnig großen Heavy-Metal-Welle. Und 83 kam dann das erste Album raus, Burning the Witches. Und dann hatten wir sofort die riesen Chance gehabt, halt so zu touren, viel zu spielen mit anderen Bands, zum Beispiel mit Metallica haben wir so die ersten Gigs bekommen. Und das waren so Jugendclubs, also auch so 300-400 Leute kamen dahin, aber es ging ab wie Sau. Und dann haben wir Madlammer Festival gespielt, das war 85 auf der Lorelei. Da waren wir alle Vortoner, da war Venom, dicker Headliner und Vorbands waren Metallica, Warlock, ich glaube Running Wild, das war alles so. Und Venom waren die Großen und Metallica waren auch noch am Anfang. Und und dann 86, das war dann das Allerschönste und Großartigste waren die Monsters of Rock Festivals. Und das war das erste in Castle Donington, England.
Und das Line-Up war auch unglaublich. Ozzy Osbourne, Scorpions, Motorhead, Def Leppard, Bon Jovi, wir. In England war dann noch eine andere Band, Bad News. Und in Deutschland die Monsters of Rock Festivals, die waren dann mit Michael Schenker, auch Scorpions, Ozzy. Ja. Und ja, und das war 86er und das war so groß. Also sowas Großes habe ich auch nie wieder gespielt. Ich glaube, in England waren so 120.000 Leute da. Ich bin kaum die Treppen hochgekommen, weil die Bühne war ziemlich hoch. Oh, da hatte ich so weiche Knie gehabt, das war echt, boah. Ja, und dann haben wir aber gut gemacht. Und danach haben wir dann die erste große Tour gespielt mit Judas Priest, 86. Hast du mal die Anzahl der Konzerte mal nachgezählt? Ja, wir haben, also, Mann. Die du schon? Ja, wir haben es versucht, also wahrscheinlich sind ein paar auf der Strecke geblieben, weil in den Anfängen, so in den 80ern, ja, hat das auch keiner nachgehalten und es gab ja kein Internet, aber wir haben auf jeden Fall, wir haben letztes Jahr das 2500. Konzert gefeiert und jetzt sind es also schon wesentlich mehr und ja, und dann, also so nach unseren Recherchen ist halt jetzt ja, schon ein bisschen drüber, aber 2500 waren es mit Sicherheit. Und, kommt auch immer darauf an, wie man zählt, ob man jetzt Akustik-Konzerte mitzählt, aber ja, über 2500. Ja, also deswegen, aber so Akustik-Konzerte, das haben wir schon gar nicht mehr mitgezählt, also das sind auf jeden Fall weit über 2500 und ja, und das macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Vielleicht sogar jetzt noch mehr, weil es noch mehr zu schätzen ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, also am Anfang. Weil die ganze Fangemeinschaft auch vorhanden ist, oder? Meinst du jetzt oder damals? Ja, auch jetzt, also dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr zurücklehnen kann, das sein, oder? Oh, nee, also zum Beispiel damals, ich wollte einfach nur Musik machen, wir haben jeden Tag geprobt, wollten natürlich immer besser werden, und aber wir haben nie gedacht, dass wir das wirklich irgendwie so lange machen oder dann professionell irgendwann. Und ja, also damals, da ging es halt um nichts, deswegen, man konnte einfach machen, was man wollte, war echt wie so ein Hobby. Ne? Ja. Und heutzutage steht natürlich immer wahnsinnig viel am Spiel. So. Mhm. Und ja, deswegen, also das, heute ist man sich viel bewusster, dass es irgendwie, ja, dass es was ganz Wertvolles ist. Und dann muss man auch gucken und muss man natürlich ja, versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und halt, und das ist dann schon, ja, ist also nicht mehr so unbekümmert wie ganz am Anfang und so. Ne? Damals sind wir auch völlig betrunken oder irgendwie auf die Bühne gegangen. Manchmal, so, wir hatten immer so ein Ritual, das war, also ganz Anfang der 80er, dann haben wir nach der letzten Nummer vor den Zugaben haben wir uns immer irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Joints geraucht oder so. Naja, da kam aber nicht so gut, weil, gerade genau, wir sind ja unter uns. Und unser Drummer, der war auch noch jünger als ich und ich, wir konnten dann gar nicht so gut vertragen. Und dann meistens die Zugaben, die waren dann total scheiße, weil ich konnte mich nicht mehr an die Texte erinnern, der Drummer konnte nicht mehr spielen. Meistens habe ich mich dann aufs Drumpodest gesetzt, so mit Gesicht in den Händen und dann so und die anderen einfach instrumental spielen lassen. Und, aber das war irgendwie cool und naja, das würde man jetzt heute nicht mehr machen. Das gehört einfach mit dazu. Ich meine, viele Bands sind ja ruhiger geworden, wenn man sich das mal anschaut. Ja, also bei uns, also ich trinke ja gar nichts und so, rauche auch nicht mehr. Und ja, man muss gucken, dass man das durchsteht und dass man immer gut drauf ist und dass man, ja, und die Konzerte natürlich ernst nimmt. Und das haben wir damals jetzt nicht so, also, aber... Ich habe mir auf dem Weg hierhin die Frage gestellt, was für ein Gegenteil. Ah, der Tourmanager Winter. Der Tourmanager Winter. Ich habe mir die Frage gestellt auf dem Weg hierhin, was für ein Gegenpart gibt es eigentlich? Gibt es irgendeine andere Frau in diesem Business, wo man sagt, die macht Heavy Metal? Ich meine, es. Also, es gibt ja viele Frauen, besonders in der heutigen Zeit so. Also zum Beispiel die Taya Turunen oder die Angela von Arch Enemy und also es gibt schon eine ganze Menge. Aber wer kennt die? Also die breite Masse in dem Sinne ist es nicht bekannt. Also ich sagte, du, ich fahre heute Abend zu Doro. Mhm. Ja klar, die kenne ich. Jetzt. Also wenn ich sonst immer sage, ich fahre selbst zu Exit, Exit, wer ist denn das? Das kennen die Leute nicht. Aber, ja. Man steht schon ziemlich alleine da manchmal, aber die Doro kennt jeder. Echt? Das, ja, also ich muss sagen, in der Metal-Szene, man ist ja auch echt noch mehr unter sich, also so die ganzen anderen Normalos, ja, die kennen sich da ja auch gar nicht so aus oder sind da gar nicht so interessiert, also gibt auf jeden Fall ganz fantastische Frauen, also auch viele. Und in dem Genre ist das natürlich schon, also gerade im Metal-Bereich, ja, also klassischer Ausbildung, da gibt es ja ganz fantastische Sängerinnen und so. Also da hat sich auch immer jede Menge getan, also in den 80ern, da war man eher so, ja, so fast alleine, war vielleicht eine Handvoll. Ja. Aber jetzt, also, ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so untypisch. Und die Frauen, die machen das gut. Also haben gute Personality und
super Stimmen. Also. Apropos